Und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Omega Rubin. Im letzten Part haben wir das Pokémon Multinavi und etc. bekommen. Doch jetzt habe ich leider ein kleines Problem. Ich wollte zum Pokémon Center gehen und meine Pokémon heilen. Da schnitt mir Brix den Weg ab. Und da starten wir jetzt mal rein. Entschuldigung, hatte mich gerade verschluckt beim Sprechen. Voll doof, passiert mir irgendwie zu häufig. Wie geht es mit deinem Pokédex vor, Danger? Wenn du meinen siehst, fällst du glatt um. Ich habe in Blütenburg ein Pokémon nach dem anderen gefangen, bis ich keine Pokébälle mehr hatte. Ich bin in Blütenburg weit übrigens auch Mr. Beck über den Weg gelaufen. Ich werde ja erst auf dem Weg zurück zu seiner Hütte, am Meer auf Route 104. Aber du bist gerade erst hergezogen. Du hast bestimmt nicht all die unglaublichen Geschichten aus seiner Zeit als Seefahrer gehört. Ja. Die sagen uns alle, dass wir dahin sollen und dadurch, dass wir jetzt erst unsere Pokémon heilen können, müsst ihr da mit dabei sein. Und ich muss mein Mikrofon ändern. Ich hoffe, das hört ihr jetzt nicht zu arg. So, ich hoffe, jetzt geht's besser. Vorher saß ich so unbequem da, jetzt sitze ich recht bequem da. Ja, dein Pokémon ist ziemlich wieder ganz fit. Jetzt habe ich... Ich schneide es besser raus. Jetzt nicht vom Bild her, aber zumindest den Ton. Den werde ich rausschneiden. Das ist gar nicht so eine schlechte Idee. So gehe ich nämlich sicher, dass man das nicht hört. Yeah. Diese Schlauheit von mir. Wenn das mal schlau wäre. Dann hätte ich es vorher richtig hingestellt, bevor ich den Part gestartet hätte. Aber das tut doch nichts zur Sache. Was ist das denn? In der Mitte. Egal. Nein, es ist da oben. So, ich möchte jetzt mal kurz gucken, wie, inwiefern, jetzt knarrt schon wieder mein doofer Stuhl, weil ich mich einen Millimeter drehe. Ey, jetzt hör doch mal auf, wie du Kackstuhl. Kauf mir einen neuen, ey, reicht mir jetzt. Rutenschlag. Wollen wir jetzt hier in den Kader ein bisschen leveln? Das könnten wir eigentlich machen, oder? Ey, hör doch mal auf. Hör doch mal echt auf. Ich kann doch nicht... Achso doch, das Zigzag ist Level 6. Komm, wir wechseln jetzt mal zu Dynasty. Dynasty soll den machen und dann gehen wir nach Fausthauhafen. Oder Fausthauhafen, wie das sich auch immer schimpft. Und dort soll die... Das Training von den Kader beginnen. Dort finde ich ja auch gleich noch wahrscheinlich ein oder zwei Pokémon, die ich noch haben möchte. Und dann passt das. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ja, ja. Passt alles, passt. Weil ich habe hier keine Lust, echt nicht. Aber ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ich das Training der Pokémon rausschneiden soll oder ob ich das drin lassen soll. Hasse das. Warte, Mädchen, immer langsam, Pecco. Oh, du bist doch Danger, du hast mein kleinen Pecco das Leben gerettet. Ei, dafür bin ich dir zu großen Dank verpflichtet. Was sagst du, du brauchst ein Schiff? Du musst also einen Brief in Fausthauhafen abgeben. Ich helfe dir natürlich liebend gern. Willst du dir jetzt gleich nach Fausthauhafen oder hast du noch davor etwas zu erledigen? Fausthauhafen. Fausthauhafen, wir kommen. Anker gesichert. Pecco, mein Schatz, wir stechen in den See. Auf geht's. Oh, scheiße, jetzt habe ich gar nicht auf die Uhr geguckt, wie lange die Aufnahme, also wann ich die gestartet habe. Inge, schätze, wir sind in der 4. Minute. Ich rechne ab jetzt noch einfach ungefähr 11 Minuten dazu. Und dann weiß ich Bescheid. Dann weiß ich Bescheid. Das ging ja schnell. Ach, hey, wir haben Fausthauhafen Anker geworfen. Du hast einen Brief für jemanden hier, stimmt's? Wenn du nicht weißt, wo du hin willst, empfehle ich dir einfach mal in die Arena vorbeizuschauen. Camillo, der Arenaleiter vom Fausthauhafen, kennt die Stadt wie seine Westentasche. Hier gibt's schon wieder eine Arena? Wollte mich verkaufen? Ah ja, dass es hier eine Arena gibt, ist klar. Genau den habe ich gesucht. Den wusste ich nämlich noch. Ich wusste jetzt zwar nicht hundertprozentig, wo der war, aber ich wusste, dass es hier ein...
ein Dings gibt. Seitenschal. Das wusste ich noch. Weil damals als Kind, wo ich euch ja schon mal von erzählt habe, mit meinem besten Kumpel da, da hat der mir gesagt, hier, Seidenschal, guck mal, hast du den auch? Ich so, nee, woher soll ich den haben? Er so, na, du Idiot, hättest mal mit ein paar Leuten gesprochen. Das ist ein Rollenspiel, da sollte man auch mit den Leuten reden. Gut, nun muss ich aber, oder müssen wir uns alle eingestehen, in Rollenspiele wie diesen hier, oh, warte mal. Warte, ich lese das mal vor, ob es stimmt, dass zwischen ihnen und dem eigenen Pflichtbewusstsein, ja, mach einfach mal ja. Keine Ahnung, was er jetzt von mir wollte. Aber wenn wir ehrlich sind, wissen wir halt, dass es in vielen RPGs, vor allen Dingen Pokémon und auch sowas wie Tales of an sich und meinetwegen auch Final Fantasy, da gibt es so viele Leute, mit denen man reden kann, aber es gibt so wenig, die dir was Nützliches sagen oder geben. Deswegen ist es sinnlos. Und vor allen Dingen bei Pokémon. Gerade beim Remake. Da muss man doch gar nicht wirklich lesen. Sind wir doch mal so offen und ehrlich. Oder stört es euch, dass ich nicht jede kleine Dialogbox vorlese? So könnt ihr wenigstens sehen, von wem wir was bekommen. So, du bist ein Angler, du gibst mir bestimmt einen Angel. Wollen wir gleich mal angeln? Tun wir uns das an? Ja, wir gucken uns mal das Angeln an. Was soll's? Oh, hier ist ja noch ein Haus. Geh ich mal in den Haus rein. Ich wäre jetzt nämlich als erstes erstmal in die Arena gegangen. Irgendwoher kriegen wir hier, glaube ich, auch Zertrümmer. Bevor ich meinen Mann geheilt habe, lebte ich in der großen Hafenstadt Graffi Pod City. Hier auf der Insel verläuft das Leben geruhsamer, allzeit vom wunderbaren Meer umgeben und sein. Das ist die pure Glückseligkeit. Seid doch mal ehrlich, wem interessiert das denn? Interessiert das irgendjemanden, der dieses Video guckt? Meine, vielleicht gucken das Video drei Leute, zwei Leute. Ich gehe mal von zwei aus. Jemand von den zwei Leuten, hallo erstmal. Warte mal, wenn ich das jetzt so sage, dann sagt deines hier wieder, Spreche nicht so abwertend über deine Zuschauer. Egal. Ich habe letztendlich nur zwei Zuschauer. Drei. Wenn es hochkommt. Da muss man A drücken, wenn die Ausrufezeichen kommen. Nur so als Information. Wer es nicht durste. Wir haben einen Tentacher. Tentacher ist hässlich. Können wir Tentacher besiegen? Das wäre ja schon mal geil. Ach du meine grüne Neune, ey. Hör doch mal auf hier. Nee, komm, daraus fliehen wir. Darauf habe ich ja voll keine Lust. Egal, wie dem auch sei. Jemand von meinen drei Zuschauern, die dieses Video hier eventuell sehen, vielleicht auch nicht. Weil von einer Person weiß ich, dass sie diese Videos guckt. Und diese Person ist die treuloseste Person, die ich kenne. Wenn sie das jetzt doch gucken sollte, kriege ich mächtig eins auf die Nase. Das tut aber nichts zur Sache. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Jetzt habe ich so viel um den heißen Brei herum geredet. Alter Falter, bin ich heute aufgedreht. Genau, einer von den drei Leuten, die das hier gucken. Interessiert es euch denn wirklich, was, dass die Frau glücklich ist, hier zu wohnen? Seid ehrlich. So, und hier gegen Mediti will ich es gar nicht erst probieren mit Ninkada, beziehungsweise Sushi. Deswegen soll Dynasty gleich mal den Tag retten. Hier wäre eigentlich ein Vogel-Pokémon von... Warte mal, bin ich eigentlich doof? Aber der... Wie hieß der Typ? Ich wollte Zornklinge. Der Typ in dem Haus. Der hat gesagt, ich solle... Dings nehmen. Zu Camillo gehen. Und Camillo würde mir sagen, wo Treu ist. Ich weiß aber, wo Treu ist. Soll ich jetzt erst zu Treu gehen oder nicht? Das wäre eigentlich hier ein viel besseres Training für die Pokémon, die ich da noch fangen möchte. Aber vielleicht sind die Pokémon ja auch schon ein, zwei Level höher. Wie oft willst du denn noch Scanner einsetzen? Guck mal, jetzt sind wir richtig schlau. Ruxo Keep, yeah.
Ich werde trotzdem mit Ninkana bzw. Sushi immer probieren, ein Pokémon zu besiegen, weil das der mal dann. Obwohl der bekommt, glaube ich. Nee, dann würde der 300 XP bekommen. Hä? Achso, lass mich raten. Wenn ich jetzt hier lang gehe, werde ich zurückgestuft. Und den Weg muss ich laufen. Das ist ja ganz leicht, da muss ich mir ja nicht mal was merken. Weil immer bis es, wenn es nicht weitergeht, nach oben und dann nach rechts. So, Schwarzgurt, setzt Macholo ein. Dann schauen wir doch mal, was Macholo so kann. Und was kannst du, Kratzer? Er setzt erstmal Gesicht ein. Ich wette, Kratzer zieht wieder fast gar nichts an. Ey, ich brauche nur eine nützliche Attacke für den. Ich glaube, ich schmeiß Sushi wieder aus dem Team raus. Nimm's mir nicht übel, aber der ist doch irgendwie nicht fürs Let's Play gehalten. Der kann keine Attacke erlernen und kein Nichts. Und momentan behindert er nur Dynasty. Weil Dynasty muss mindestens immer eine Attacke einstecken, um wieder eingewechselt zu werden. Und jetzt kommt hier ein Fußtritt. Bam. Der arme Dynasty, wie er allein muss, ey. Wie er allein muss. So, eiskalt. Ich glaube, nein. Sushi erreicht Level 8, wow. Selbst Glave ist, glaube ich, stärker als Sushi. Kullerauge, nein, Kullerauge brauchst du nicht. Gehe ich jetzt? So, ich dachte, ich wollte eigentlich zu den dahin, aber... Nee, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen das ein Stück weit anders. Wir gehen... Ich weiß, dass da oben noch eine Höhle ist. Und ich lege den Kader jetzt... Erstmal nicht ab. Den Kader kann erstmal als totes Pokémon im Team nehmen, bis es eine Attacke kann. Das bringt uns ja so nichts weiter, außer Ärger. So, in den Häusern waren wir drinne. Hier ist noch ein Angler, gegen den wir kämpfen könnten. Aber ich will die Trainer gerade mal auslassen. Weil wie gesagt, hier in der Höhle gibt es ein, zwei Pokémon, die ich gerne fangen würde. Das ist aber auch... Du bist kein Trainer? TM70 Blitz. Damit wird's heller. Hm. Ich hoffe, Zigzags kann jetzt Blitz lernen. Sonst habe ich ein Problem. Ach, na toll. Dann halt Sushi. Ja, Sushi soll Blitz erlernen. So. Jetzt kommt hier echt schon wieder ein Pokémon. Nee. Mal gucken, welches Pokémon haben wir denn hier? Ein Abra. Möchte ich ein Abra haben? Ich möchte jetzt erstmal was anderes testen. Ob Sushi gegen Abra kämpfen kann. Ob Abra flieht. Weil wenn ja, könnten wir hier gegen... du Lappen. Abra wäre an sich keine schlechte Idee. Keine Ahnung. Und jetzt mache ich das anders. Ich weiß nicht, ob ich in dieser Höhle hier weiter kann. Ich weiß, dass hier jetzt gerade noch ein Pokémon-Kampf kommt. Schon wieder ein Abra. Ich dachte, der wäre selten. Abra ist ja noch schwerer zu trainieren. Der kann ja nur Teleport. Alter, Walter. Nee, ich beende an dieser Stelle den Part aus folgendem Grund. Wenn einer von meinen Zuschauern das hier reinschreiben würde, oder mir welche vielleicht mehr, wäre das nett, wenn er mir sagen soll, ob ich erst in die Höhle gehen soll. Habe ich schon gespeichert? Ja, ich habe gespeichert. Ob ich erst in die Höhle gehen soll oder erst die Arena machen soll. Vielen Dank und bis zum nächsten Part von Omega Rubin. Bis dahin.